So, kurz das Oberteil gerichtet und nun können wir hier reingehen. Hallo Leute, weiter geht's bei Shantae 2. Oh, hallo Tintenfisch. Bist du der Tintenfischbaron? Bist du der Lieferjunge? Es ist an der Zeit, dass du hier bist. Ich habe meine Bestellung vor Stunden abgegeben. Ich bin am Verhungern. Ich bin kein Junge. Was auch immer. Solange du leckeres Essen gebracht hast. Gib es mir. Ja, guten Hunger. Mann, das hat gut geschmeckt. Was schulde ich dir? Ich suche ein magisches Siegel. Und ich habe gehört, dass du es hast. Jo, okay. Pass auf, du musst dich nicht aufregen, oder? Lass uns beide vernünftig sein. Aha. Können wir vernünftig sein? Ich denke ja. Okay, dann, Essen und Graben. Was will der Typ von mir? Oh, bleib doch hier. Dieser Typ ist sowas von tot. Ja, du sagst es, Shantae. Okay. Sammeln wir noch ein bisschen Gedöns ein. Und dann... Kann ich das Feuer ausmachen? Nö, kann ich nicht. Wie komme ich da nach unten? Da oben ist eine Truhe. Schön. Oh, hallo Krabbe. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Das Feuer tut mir weh, ne? Nee, tut es nicht. Okay. Wie komme ich zu dieser Truhe da? So nicht. Okay. Dieser... Hallo? Ah, danke Gegner, ich hab's gesehen. Habt ihr gesehen, der Gegner ist da durchgegangen. Aber ich... Hä? Ich komme da nicht nach unten. Und hier weiter hoch komme ich nicht. Alles klar. Und hier hoch und vielleicht... Wie komme ich zu dieser Scheißtruhe? Hier von unten irgendwo? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Ist aber cool gelöst hier. Da man sehen kann, wo der Gegner entlang gegangen ist, das ist echt cool gelöst. So, Herz brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Hier irgendwo ein Durchgang? Nö. Da oben ist eine Tür offen, das ist gut. Und hier kann ich noch das hier mitnehmen. Okay, lassen wir die Kisten mal Kisten sein. Ich nehme an, ich muss da auch wieder später nochmal zurückgehen, wenn ich alles einsammeln möchte. Aber behalten wir alles mal im Hinterkopf. Okay, da. Oh, schöne Blumen. Weg. Ich bin sicher, ich möchte hier nicht nach unten fallen. Danke für das Herz. Warum ich weiß oder denke, dass ich nicht nach unten fallen darf? Ich denke, diese toten Kopfsymbole da sind nicht dafür da, um mir zu signalisieren, dass hier... ein bisschen Gestank aufsteigt. Nee. Oh. Okay. Könnte ich hier auch zu viel kaputt machen? Nee, scheinbar nicht. Immer die Wände testen. Drecksvieh. Hier vielleicht? Nee. Die Vase, Shantae. Danke. Könnte überall was versteckt sein. Überall. Lass mich da durch. Gib mir das Geld. Dann ist da eine Tür. Aber da oben will ich auch noch hin. Was ist das da? Aha. So auffällig. Hier kann ich bestimmt irgendwann lang gehen. So viele Geheimnisse. Oh Gott, ich habe Angst. So viele Geheimnisse. Ja, okay. Ihr schießt so oft hintereinander. Das muss mir doch jemand sagen. Du schießt nur einmal. Na, jetzt schießt du dreimal. Du fucking Viech. Schieß nochmal. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt so schnell machen, aber okay. Ist gut, ist gut. Wie komme ich da unten lang? Und was ist das denn für ein Kackvieh? Au, wow, du ballerst irgendwas nach mir. Und dann verschwindest du. Okay, mit der Explosion hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das ist ein...
Da ist ein Schlüssel nach unten gefallen. Habt ihr gesehen? Hm, kann ich jetzt irgendwie dem Schlüssel hinterher? Sieht so aus, ne? Aha, von hier. Aha. Und jetzt, Moment. Aha. 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 Nicht mit mir. Nicht mit mir. So, jetzt kann ich aber nicht mehr da lang. Nee, ich muss den normalen Weg nehmen. Aber es war so klar, dass da was versteckt ist. Okay, und jetzt den Schlüssel hinterher. Na! Fuck. Fuck. Nee, 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 nee. Nicht mich da einfach nur fallen lassen. Nee, nee, nee. Da will ich jetzt nochmal hingehen. Da war so viel Gedöns. Ich habe jetzt nicht mehr genau aufgepasst, wie ich mich da fallen lassen muss. Hm. Aber der Weg war jetzt nicht so weit, oder? Nee, ich habe alles bereits freigebombt. Die Gegner sind weg. Alles okay. Oh, sieht so schön gemacht aus. Auch überall das Wasser, das hier runter tropft. Kleine, unwichtige Details, die aber fantastisch aussehen. Achso, jetzt muss ich wieder hier lang. Hm. Geht aber schnell. Ja. So, und weiter. So, kein Problem. Vielleicht komme ich auch dann nochmal zurück, wenn ich vielleicht mich verwandeln kann oder so. So, jetzt nach... Ich ziehe mal nach links, ja? Ha! Hat geklappt. Dann hier rüber. Das noch mitnehmen. Und jetzt ziehe ich nochmal nach links. Okay, das war schon alles. Verstehe. Gut, dann war jetzt das Tor irgendwo hier unten, ne? Ich glaube, ja. Da war es, ja. Und aufmachen. Wir kommen vor... Ran. Was bist du? Aha, verstehe. Okay, du hältst mir ein bisschen zu viel aus. Aber wenn ich dich so bekämpfe, machst du mir eigentlich nicht viel... Habt ihr das gehört? Oh, du Scheiße. Ich habe den scheinbar jetzt richtig besiegt. Finde ich gut. Und hier kann ich speichern. Aber bevor ich speichere, noch alles mitnehmen. Okay, das war dumm. Egal, wir speichern und dann können wir vermutlich... unter Umständen jemanden bekämpfen. Wer weiß. Nee, noch nicht. Schade. Ja gut, der Dungeon wäre auch ein bisschen kurz gewesen, aber... hätte ja sein können. Okay, darf ich schwimmen? Ich darf schwimmen. Aber ich kann halt nicht tauchen. Wie sie Luft holt. Klingt toll. Hm, okay. Ja, ist gut jetzt. Ganz ruhig, Shanti. Lass dich schon nicht ersaufen. Aha. Das war so klar. Aber sie drehen sich auch relativ schnell wieder um. Weg. Okay. Genug lange. Genug lange bleibt der Scheiß stehen. Okay. Und hier hoch. Ah, da ist wieder ein Weg. Ich erinnere mich an die... Was mache ich hier oben? An die Affenverwandlung, die es da in Teil 1 gab. Kann ich angreifen vom Dingens aus hier? Was war jetzt das Problem? Konnte sie sich nicht so lange festhalten? Sie ist da runtergerutscht irgendwie. Nee, ist sie nicht. Ich habe nach unten gedrückt scheinbar. Ich kann da nichts kaputt machen. Okay, wollte ich nur testen. Wir gehen weiter. Hier rüber. Gib mir das. Moment. Hm. Sieht doch auch verdächtig aus. Ist es aber scheinbar nicht. Nein, da hätte ich auch irgendwie entlang gehen können. Die Musik wird leise. Nee, sie beginnt einfach nur von vorne. Okay. Aber die droppen nichts mehr, diese Kackviecher. Trotzdem alle Wände abklappern. Ah, du Kackvieh. Ja, ich habe keine Items gekauft. Muss das jetzt sein? Ich habe gerade extrem viel Damage gemacht, dieses Kackvieh. Ohoho, da sieh an. Aber das bringt mir jetzt herzlich wenig. Da brauche ich wieder einen Schlüssel. Mm-hmm.
Aber nicht, dass der irgendwo in diesen Stein drin versteckt ist. Das wäre jetzt ein bisschen unschön. Glaube ich irgendwie nicht, nee. So unfair war das Spiel bisher nicht. Seht ihr, ich krieg sogar wieder Energie. Warum gehen teilweise Steine kaputt und teilweise nicht? Das verwirrt mich ein bisschen. Ich bin auch noch nicht fähig zu erkennen, welche Steine kaputt gehen. Okay, bisher bin ich ja nicht in eine Sackgasse gelaufen. Hier könnte ich bestimmt irgendwie nach unten, wenn ich nach unten angreifen könnte. Kann ich aber nicht. Shit. Ah, nee, ist nicht derselbe Ort. Gott, oh Gott, oh Gott. Und darauf, okay. Okay, alles noch fair. Alles noch fair, aber da muss ich auch wieder irgendwann zurückgehen. Oh, nicht noch so ein scheiß Ritter. Ja, zwei. Ah, so kann ich beide verletzen. Auf einmal, das ist gut. Oh, nein. Muss immer den nötigen Abstand von den Zweien haben, dann ist gut. Der eine ist schon down. Sehr schön. Stirb doch jetzt bitte. Ich will das ganze Geld einsammeln. Ha! Ihr könnt gar nichts, könnt ihr. Gar nichts. Doch, ihr könnt bestimmt was, aber... Ich lasse euch am besten überhaupt nicht zum Angriff kommen. Ihr macht mir nämlich Angst. Okay, hier komme ich wieder nicht mehr zurück. Oh nein. Was? Ich muss irgendwas bauen? Ich muss irgendwas... Nee, da ist einfach nur die Tür. Das ist keine Tür. Ah, ich sehe schon. Das gibt einen Totenkopf. Was muss ich jetzt noch verändern? Oh, großer Gott. Ah, nee. Das sind nur solche Kackviecher. Au, ihr... Ich treffe euch nicht gut. Ich habe ein kleines Problem, wenn ich das mal so... Stell dich jetzt hier hin. Danke. Ich habe ein kleines Problem. Ich nehme zu viel Damage. So, du bist auch weg. Jetzt noch du hier. Und Ruhe. Schlüssel, oder? Ja, der Schlüssel. Danke. Und ich kann zurückgehen. Das war auch cool. Formen Bild und dann... Oh, na, was? Okay. Passt auch? Okay, euch kriege ich klein, ohne Probleme. Ja, nur nicht übertreiben, ne? So, lass mich durch da. Ich mache euch alle platt, alle. Jetzt der Rückgehweg. Klappt er auch so gut wie der Hinkommweg? Shit. Das Timing ist nicht gut. Okay, umdrehen und... Okay. Okay, okay, okay. Alles noch gut. Jetzt hier war irgendwo... Ja, hier weiter oben war jetzt das verschlossene Tor. Wenn sie kriecht. Ich weiß nicht genau, was dieses Quietschgeräusch macht. Eventuell ihre Brüste, die über den Boden schleifen. Ich weiß es nicht. Könnte sein. So, machen wir das Tor auf. Katsching! Und weiter. Oh nein! Fucking, fucking, fuck. Okay, du bist tot. Ich habe nur noch ein Herz. Ich habe nur noch ein Herz. Ich hätte unbedingt gerne ein Herz. Ich hätte mir Herzen kaufen sollen. Ich habe aber keine, scheinbar. Habe ich mir echt... Oh, hier kann ich speichern. Fantastisch. Dann heile ich mich noch kurz. Und dann speichern wir. Und das passt sogar perfekt. Leute, das war's für heute mit Shantae. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!